Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas Old World Blues. Wir sind noch bei Dr. Möbius und wollen nochmal mit ihm quatschen. Ich habe gerade Vorsicht. Ein richtiges Déjà-vu. Das ist französisch für... Tja, Déjà-vu, denke ich. Kennen wir uns bereits? Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn der Typ hier der Böse sein soll, irgendwie macht er auf mich so bisher den sympathischsten Eindruck. Die anderen waren alle ein bisschen komisch. Eigentlich sind sie alle komisch, aber so schlimm ist er gar nicht, wie alle sagen. Naja. Ich kann ihren Monitor nicht reparieren, aber schlechten Empfang, das bekomme ich geregelt. Die Geister sind nicht echt? Das ändert alles. Dann kann ich meine Rechenleistung für andere Wahrnehmungsunmöglichkeiten verwenden. Seien Sie mein Gast. Der Rezeptor ist dort und der Seitenwechsel knubbelt wupp da. Drehen Sie ihn. Gut. Gut. Besser. Ja. Das fühlt sich wundervoll an. Das ist noch besser als die morgendliche Mantats-Pause. Du mit deinen Mantats. Können Sie mir etwas über Ihre Roboskorpione sagen? Nun, jeder Wissenschaftler braucht eine Armee. Meine kam in Form dieser recht großen Skorpione zu mir. Eine herrliche Überraschung aus der Würste. Wie gruselig, dachte ich. Aber sie hatten überlebt, wo sonst nichts mehr lebte. Ideale Anwärter für eine Aufbesserung als Lohn ihrer Zähigkeit. Ich dachte mir, was wäre, wenn sie Energiestrahlen schießen und als mobile Augen, Datensammler und Lautsprecher fungieren? Dann machte ich sie größer. Dann dachte ich an Pudding. Ich liebe Pudding so sehr. Oder war es Fasching? Ich vermisse Zucker und Salz. Gott erhalt's. Aus der Würste. Ich überlege gerade, im Englischen war es bestimmt Dessert statt Desert. Dessert, also Nachtisch. Naja, egal, ich find's nur gerade. Also im Englischen wäre das bestimmt noch um einiges lustiger. Nee, ich will ihn nicht töten. Ich habe Fragen zu ein paar Dingen. Oh, Neugier. Seit ich alles weiß, leide ich seltener darunter. Oder ist das erst so, seit ich auf ein paar unangenehme Antworten gestoßen bin? Ja, Sie scheinen nicht aggressiv zu sein. Warum übertragen Sie die Drohungen an die Denkfabrik? Oh, da hatte ich bestimmt zu viel Psycho eingeworfen. Musste mich reinsteigern. Bin eher sanftmütig. Aber wenn ich mal ausraste, dann heißt es Obacht! So viele Medikamente, so viel Auswahl. Immer wenn ich Mentats nehme, spüre ich, wie mein ganzes Gehäuse wie eine einzige große Lunge atmet. Zum Psycho. Manchmal werden die Medikamentenvorträge meines Tanks vermischt und landen im falschen Rohr. Aber hat ja was genützt. Ja, ihr habt mir, glaube ich, mal geschrieben, was die einzelnen Drogen sein sollen. Ich glaube, Mentats war das nicht Amphetamin und Psycho war das nicht Kokain oder irgend sowas. Ich überlege gerade. Irgendjemand hat es mir mal geschrieben. Das war aber, glaube ich, noch in Fallout 3. Ist schon ein ganzes bisschen her. Naja, Moment. Klingt, als ob Roboskorpione und Drohungen dazu da waren, die Denkfabrik zu beschäftigen. Hab ich das? Vielleicht habe ich das. Kann sie nicht gehen lassen. Da gibt es auch einen Grund dafür. Ethik oder Gewissenschaft? Sie und Ihr Gehirn sind wirklich vom selben Schlag. Ich bin sicher, es kennt die Grinde besser als ich. Da denke ich mir gerade, dass er im Englischen Reasons sagt, aber Raisin für Rosinen halt. Ja, ich würde es echt gerne nochmal auf Englisch erleben alles, aber das ist mir, glaube ich, hier dann zu viel, gerade dieses DLC. Ja, nichts, was Sie erzählen, macht Sinn. Ihr Plan, sogar Ihr Name, Möbius. Möbius, ist das nicht die Möbius-Schleife oder Möbius-Vektor?
Auf jeden Fall irgendwas aus der Physik, glaube ich. Aus der Wissenschaft. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Möbius kennt man natürlich. Dr. Möbius ist recht einprägsam, oder? Das ist mein Name. Mein neuer Name. Den alten habe ich überschrieben. Der Name ist so echt wie Sie und ich. Auch wenn Ihr Gehirn sich wegen meiner angeblich lächerlichen Überzeugung als etwas ungläubig erwies. Da hat wohl jemand zu viele Science-Fiction-Filme aus der alten Welt geschaut, meinte es. Ich glaube, es meinte mich damit. Ich muss gestehen, ich habe eine Schwäche für Holoband-Fantastereien über Planeten, Roboter und alles Verbotene. Was meinen Geburtsnamen angeht, wurde ich wie die Denkfabrik darauf programmiert, ihn zu vergessen und einen neuen anzunehmen. Das verstärkt unsere Wahrnehmungsrekursion. Okay. Sie haben die Namen als Teil einer Rekursionsschleife reprogrammiert, um ihre Prozessoren zu fangen? Ja. Na gut. Ach, okay. Nun, Falle ist ein hartes Wort. Genau wie Exkrement. Nicht unpassend, aber trotzdem recht hart. Aber, ja, ich habe mir ein paar Freiheiten bei Ihrer Programmierung genommen. Aber keine Sorge, Sie erinnern sich nicht daran. Hatte ich ganz sicher nicht, bis Sie Falle gesagt haben. Und dann sagte ich Exkrement. Und dann... Okay. Eine Rekursionsschleife ist dazu gedacht, den Informationsfluss zu unterbinden. Also... Der Radarzaun reichte nicht, um die Denkfabrik auf Dauer einzukesseln. Sie probieren immer wieder Neues aus und sie hätten ihn unschädlich gemacht. Vermutlich laufen meine Neuner-Pläne schon, aber ich habe mich darauf programmiert, sie zu vergessen. Sie sind gefährlich, tödlich und schlimmer. Ich musste sie doch irgendwie beschäftigen, damit sie in der Falle bleiben. Ich habe lieber mehrere Neuner-Pläne parat, falls die Siebener scheitern. Ah, ich hätte jetzt sogar die Anspielung verstanden. Hier oben war ja wieder wildes Ödland, habt ihr gesehen. Was sind Neuner-Pläne? Plan 9 from Outer Space? Oder wie hieß das? Plan 9? Irgendwas? Ach, ich überlege gerade. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Klein, Möbius, 0, ein Kreis, 8, ein Unendlichkeitssymbol. Ich verstehe, alles Schleifen. Ja, was ich sagte, die Möbius-Schleife, ne? Aber was, klein? Kleinschleife? Oh, Sie lassen sich keine 7 für ein A vormachen. Schön. Dr. O, was nicht die Multiplikation seines echten Namens ist, weil man seinen echten Namen nicht multiplizieren kann. Ouroboros Klein, Sie haben sich alle selbst vergessen. Und nicht nur sich, sondern auch die Welt, Ihr Zeitgefühl und die Geschichte. Ihnen blieb nur, was hier ist. Ich habe Ihre Chronometer, Geometer und Kartografieprogramme umprogrammiert. Das hier, der Big MT, ist nun ihre Welt. Diese Lobotomie war wirklich ein Akt der Gnade, wenn ich es bedenke. Sie waren meine Freunde, aber manchmal gingen sie einfach zu weit. Die Welt ist nicht bereit für zu weitgehendes Denken. Das ist meine Meinung als Fachmann. Und es heißt, ich wäre einst schön fachmännisch gewesen. Okay. Übrigens, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, heißt Ouroboros, kein Ouroboros. Aha. Ouroborus und Ouroboros. Ja. Wirklich? Es klingt gar nicht nach mir, irgendwelche Fehler zu machen. Nein.
Du doch nicht. Du sagst ja auch nicht Wüste, sondern Wirste. Oder? Naja. Wenn sie die Denkfabrik lobotomisiert haben, wieso terrorisieren sie dann sie dann noch? Ja, das stimmt eigentlich. Der hat die ja nur hier drinnen gefangen halten wollen, weil er es gut meinte, weil er nicht wollte, dass deren kranke Vorstellungen an die Außenwelt gelangen. Also eigentlich ist er gut, schätze ich mal. Die anderen sind die Verrückten. Nun, es ist ganz einfach. Auch wenn sie viele Fehler haben, sind sie doch recht klug. Sie sind nicht umsonst immer noch die Denkfabrik. Ohne etwas, das sie ablenkt und ihnen Angst macht, würden sie einfach erfolgern, was passiert ist. Und während sie es erfolgern, dann kommen sie und die letzte Variable ist gelöst. Sie merken, dass die Welt größer ist, als sie dachten. Wie Bakterien, die ihren Wirt bemerken. Aber es musste doch andere Anzeichen für eine größere Welt geben. Es gab schon andere Besucher, die sie zum Zweifeln brachten. Aber sie waren derjenige, der ihnen die Monitor-Mikro-Vergrößerer zurechtgedreht hat. Sie waren der unwiderlegbare Beweis, dass es eine Welt da draußen gibt. Und dann zwang mich das Gehirnfiasko, etwas zu unternehmen. Wissen Sie, Ihr Hirn hatte eine besondere Art Falte, eine Einzigartighaftigkeit, die Sie bei all Ihren Fluchtversuchen noch nicht ausprobiert hatten. Okay. Eine Schädelverletzung vor dem Angriff draußen bei Good Springs. Das, was uns am Anfang passiert ist. Ja, sehr gut. Mantets müssten sie einnehmen und nicht andersherum. Mantets. Jedenfalls tauchten dann sie bei der Denkfabrik auf. Und weil sie genau an der richtigen Stelle eine Schädelverletzung hatten. Kugeln sind im Kopfbereich meist deutlich tödlicher. Und sie hatten sicher nur einen leichten Fall von Bleivergiftung am Kopf. Aber es reichte, dass der Autodoc im Becken seine Programmierung ändern konnte, um das Problem zu beheben. Und die Hirnextraktion klappte auch. So bekam die Denkfabrik Wissen, das sie nicht hätte haben sollen. Dürfen. Haben schürfen. Dieses Wissen kann die Prozedur umkehren. Wenn Sie diese Prozedurdaten bekommen, können Sie Ihr hirniges Selbst in Wirte verpflanzen und den Radarzaun durchbrechen. Da bin ich sicher. Und wenn Sie erst einmal so entfesselt sind... Also lassen Sie Ihre Drohung als Schleife laufen, um Sie zu beschäftigen? Ja. Ich würde doch nicht absichtlich eine Schleife... auslösen. Ich bin viel zu komplex für derart kindische Fehler. Klein sagte, sie hatten nach der Übertragung eine Idee, die drei Technologien zu besorgen. Zufall? Ich betrachte Zufall mit ähnlicher Abscheu wie die Worte Astrologie, Kräutertee und Glück. Also, Obacht, Sie kleines Schandmaul! Meine Bedrohungsübertragung wurde entwickelt, um Angst zu verursachen und zu verankern. Aber auf der Angstwelle schwingen noch andere Daten mit. Sie nötigten sie dazu, diese Technologien zu bergen und mich damit anzugreifen. Und zufälligerweise braucht man all diese Technologien, um ein Gehirn, Ihr Gehirn, wieder in den Schädel zu kriegen. Also ordentlich. Ich muss sagen, das mit dem Glück, das macht ihn für mich jetzt gerade so ein bisschen sympathisch, weil ich glaube auch nicht an Glück. Es ist entweder, du kannst was, oder du kannst es nicht, oder du machst was, oder machst es nicht. Es gibt kein Glück. Es ist halt, ja, weiß nicht. Was ist denn der Zweck dieser Technologien?
Die X2-Antenne kann benutzt werden, um die Frequenz deiner Gedankenmuster zu bündeln. Der Schleichanzug enthält einen Kardioregulator. Und der Schallwellenprojektoremitter war nie als Waffe gedacht, sondern ist ein medizinischer Pulsdesensibilisierer fürs Rückgrat. Kurz gesagt, Hirn, Herz und Wut. Rückgrat. Ich glaube, es gab mal eine Geschichte um einen Trupp Mörder, die genau nach all dem suchten. Der Trupp hatte das zwar alles von Anfang an schon, aber das hielt ihn nicht ab, trotzdem zu morden. Die Denkfabrik wird es auch nicht abhalten. Follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. Na, kennt ihr es? Ich sag nicht, welche Erzählung es ist. Ihr kennt das. Der Zauberer von... Ne? Wurden noch irgendwelche andere Daten in ihrer Drohübertragung gesendet? Ja, meine allzu aggressive, aufgepeppte Durchsage sollte ihre Vergessen, Fürchten, Spülen und Wiederholen-Programme verstärken. Oh, und das Hol mir die Sachen, um deinen einzigen Fluchtweg zu verbauen, Programm. Aber ich konnte sie und ihre Ankunft ebenso wenig löschen wie die der anderen Besucher. Ihr Gespräch hat der Wissenschaft die Grenzen aufgezeigt. Es ist wirklich recht schwierig, sie zu ignorieren, wissen Sie? Sie sind... recht interessant, wenn ich altes Hirn das mal so sagen darf. Okay. Ich muss sagen, die Gespräche am Anfang mit den anderen Hirnen haben mich irgendwie genervt, aber das hier ist voll interessant, ehrlich gesagt. Nö. Aber die Denkfabrik hat Pläne heruntergeladen, nicht die Gegenstände. Sie können sie wieder aufbauen. Oh, das heißt, dass mein Plan auf ganzer Linie gescheitert ist. Wie ungünstig. Ach ja, wenigstens habe ich es versucht. Ich frage mich, warum er sich nicht wieder mit Ihnen zusammentut. Mich macht auch so einiges neugierig. Sprechen Sie weiter. Okay. Ja, ich gehe mal. In der Tat, unser kleines Gespräch neigt sich dem Ende zu. Leben Sie wohl. Bitte achten Sie auf die Gleichungen am Boden. Schade, das war's schon mit Möbius. Ja, was heißt schon? Das waren jetzt wieder 20 Minuten Gequatsche fast. Wow. Alter, ist das laut. Mein Hirn. Hallo Hirn. Okay, mein Hirn. Na, sieh mal einer an, wer sich endlich aus dem Ödland reingeschleppt hat. Und wo warst du wieder? Bist du schon wieder durch radioaktiven Schleim gekrochen? Warum redest du so komisch? Bist du mein Gehirn? Ach, wunderbar. Haben wir es endlich kapiert? Magst du einen Keks? Du bist voll der Arsch, ja? Warum bist du so eine Arschgeige? Na, das nenne ich mal eine freundliche Begrüßung. Ich bin also der Idiot hier. Als ob es meine Schuld wäre, wie du durchs Ödland stiefelst. Ich lass uns nicht durch uralte, tetanusverseuchte Walls klettern oder stürme wegen irgendwelchen halbgaren Racheplänen nach New Vegas los. Und hast du schon vergessen, wegen wem man uns in den Kopf geschossen und uns dann im Sand verscharrt hat? Meinst du, ich habe das genossen? Du bist ein doofes Hirn. Natürlich bist du verantwortlich. Du bist mein Hirn. Ganz sicher nicht. Ich bin doch der Quell der Vernunft und der Logik in unserer Partnerschaft. All diese Gefühle, die dich antreiben, dein Gerechtigkeitssinn, dieser Drang, anderen zu helfen. Weißt du, woher das kommt? Drüsen. Das kommt alles aus den Drüsen. Ohne die Tyrannei dieser Affenmenschenhormone merke ich endlich, wie dämlich deine Beweggründe sind. Das kommt aus den Drüsen. Aber die meisten dieser Drüsen sind von dir, es sei denn, du meinst, meine Schilddrüse wäre schuld. Ich? Also, es geht da um ein sehr komplexes System aus Biofeedback und anderen Dingen, die du wohl kaum begreifen wirst. Ja. Gib's zu, du bist doch genauso drüsengesteuert wie ich. Oh, na gut, vielleicht bin ich das, aber wenigstens gehe ich dabei logisch vor. Willst du dich nicht wieder vereinigen? Ich dachte, du wärst froh, wieder in meinem Kopf zu landen. Ich will ganz ehrlich sein. Diese Aussichten finde ich alles andere als verlockend.
Versuch mal, es aus meiner Perspektive zu betrachten. Hier habe ich Ruhe, Frieden und Sicherheit. Abgesehen vom einen oder anderen Skorpion. In deinem Kopf erwarten mich Gifte, Strahlung, schreckliche Verstümmelungen und biologische Prozesse. Weißt du eigentlich, wie viel mehr man schafft, wenn man nicht ständig nach passenden Orten zum Wasserlassen suchen muss? Eine ganze Menge, wirklich. Aber was ist mit den guten Dingen? Die kühle Brise auf dem Gesicht, den Duft von Essen, Liebe. Oder? Zu schade, ich hab Arme, du kommst mit. Nee, ich verstehe. Was kann ich tun, um diesen Kompromiss fair zu gestalten? Wenn du mich zurückhaben willst, dann müssen wir ein paar Grundregeln festlegen. Erstens, duschen! Zweitens, Vorsorgeuntersuchungen. Regelmäßig, wohlgemerkt und bei einem anerkannten Arzt. Diese Julie Farkas zum Beispiel, die scheint das eine oder andere zu wissen. Drittens, öfter auf mich und seltener auf den Chor der Hormone und das Orchester der Genitalien hören. Versprich mir das. Und wir sind im Geschäft. Bitte was? Also wie, du möchtest lieber hierbleiben, auf ewig in diesem Tank voll, was auch immer das ist? Tja, es gibt ganz sicher ein paar Dinge, die ich in meinem unbeweglichen Zustand vermisse. Wir haben schon ein paar fantastische Dinge gesehen, oder? Jason Bright und seine Anhänger, die in die weite Ferne aufgebrochen sind. Die Aktivierung von Helios One. Jason Bright und seine Anhänger, die in die weite Ferne aufgebrochen sind. Die Aktivierung von Helios One. Leute? Die Aktivierung... Das hört nicht mehr auf gerade. Jason Bright und seine... Die Aktivierung von Helios One. Geil. Jason... Ich glaube, er ist an der Schleife gefangen, mein Gehirn. Och, Kinder, was ist das für ein Mist jetzt? Guck mal, es hört nicht mehr auf. Ich kann es wahrscheinlich auch nicht mehr unterbrechen. Die Aktivierung von Helios One. Krass. Ein Bug. Ich habe einen Bug entdeckt, Leute. Ich glaube, ich muss es anders versuchen. Aber das machen wir nächstes Mal, wenn ich das jetzt lade und das alles nochmal durchquatsche. Das mache ich jetzt off-cam, weil ich muss ja auch nochmal mit Möbius alles durchgehen. Ja, ärgerlich. Na gut, es war ein sehr laberlastiger Part, aber das gehört nun mal dazu. Deswegen ist es ja ein Rollenspiel und ich finde, das ist auch genau richtig, dass es nicht immer nur Geballer gibt oder Kunden, dass ich die ganzen Punkte abklappere. Also mir hat es Spaß gemacht bisher, der DLC. Anfangs war es ein bisschen schwierig mit dem ganzen Gequatsche, aber mittlerweile finde ich das gut hier. Muss man mal so sehen. Naja, liebe Leute, ich würde mich freuen über ein bisschen Liebe, also Feedback in Form von Likes und Bewertungen. Ist dasselbe. Aber auch Kommentare wären super. Ich will ja nicht, dass das Projekt wieder so ein bisschen verhungert. Das tut's ja zurzeit wieder. Aber ja, hoffentlich habt ihr noch Spaß daran. Und wir sehen uns wieder zu Fallout New Vegas und vielleicht zur letzten Folge von Old World Blues.